Herzlich willkommen bei den Daniel Automobile zu Mumpf. Mein Name ist Martin Daniel. Letztes Jahr habe ich euch den neuen Hyundai Kona Electric vorstellen und heute zeige ich euch den Kona Hybrid. Das neueste Mitglied der Kona-Familie ist der Kona Hybrid. Zuerst haben wir den Kona als Benziner und Diesel und elektrisch bekommen und jetzt gibt es den Vollhybrid. Den Vollhybrid gibt es in drei Ausstattungsvarianten, der Origo, der Amplia und der Vertex. Der Amplia ist das Modell, das ich euch heute ein bisschen näher zeige. Man erkennt den Kona Hybrid an den zweifarbigen Felgen, die jetzt serienmässig sind. Genau die Zweifarbigkeit steht dem Auto sehr gut. Das Dachreling ist wieder in Dunkel gehalten, die Haifischflosse auf dem Dach mit Antennen für Navigation und DAB-Radio passt wunderschön auf das Fahrzeug. Auch der Kona Hybrid ist mit einem unverkennbaren Kühlergrill von Hyundai ausgestattet. Im Innenraum und im Kofferraum bleibt alles immer genau gleich. Man verliert trotz der zusätzlichen Batterie, die der Kona Hybrid hat, nicht an Innenraum. Der Kona Hybrid vereint unwiderstehlich gutes Aussehen mit überragender Kraftstoffeffizienz. Der Kona Hybrid verbraucht durchschnittlich nur noch 5,4 Liter auf 100 km und erreicht somit die Energieeffizienz der Kategorie A. Der Kona Hybrid ist genau das richtige Auto für Leute, die ein bisschen effizienter unterwegs sind wollen. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Benzinmotor von hier auf Spanien zu fahren, aber in der Kurzstrecke kann ich auch voll elektrisch unterwegs sein, weil das Auto muss nicht an die Steckdose. Rein beim Bergabfahren oder beim Bremsen tut sich die Batterie immer wieder laden. Sobald ich wieder eine gerade Strecke wie innerorts fahre, tut der Benzinmotor automatisch ausschalten und ich fahre voll elektrisch. In der Beschleunigungsphase tut automatisch dann wieder der Benzinmotor zuschalten. Das gibt einen nahtlosen Übergang und tut eigentlich beide Aggregate miteinander die 141 PS entfalten, die das Auto sehr sportlich zum Fahren macht. Der Kona Hybrid erbringt eine ausgezeichnete Leistung von 141 PS und einem Drehmoment von 265 Nm, wo das Auto sehr sportlich zum Fahren bringt. Der Kona Hybrid in der Ausstattung Amplia ist bereits mit dem Teillederinterieur ausgestattet. Mit dem neuen 10,25 Zoll Bildschirm habe ich direkt Anzeige von Navigation, Radio und dem Kraftstoffverbrauch. Den Bildschirm kann ich auch immer in der Größe verändern, so wie ich ihn gerne hätte. Das Wichtigste für mich, dünkt mich bei einem Alternativantrieb, der Abstandstempomat. Ich fahre konstant mit der gleichen Geschwindigkeit, weil wenn es bergab geht, rollt mir mein Auto nicht mehr davon. Es fährt zum Beispiel ausserorts genau mit den 82, die ich gesetzt habe und tut in dem Moment eben genau wieder die Energie zurückholen, dass ich meine Batterie wieder laden kann. Dank dem Abstandstempomat stand ich eigentlich gar nicht mehr auf der Bremse. Mein Auto erkennt das Auto vorne dran und bremst automatisch auf die Geschwindigkeit. Rein der Abstand kann ich kontinuierlich anpassen, wie ich den gerne zu meinem vorderen Fahrzeug gerne hätte. Der Hyundai Kona Hybrid gibt es in drei Ausstattungsvarianten, wie schon bereits erwähnt. Die Ausstattung Origo bereits ab 31.900 Franken. Die Ausstattung Amplia, die ich euch jetzt zeigen durfte, hat noch so viele Ausstattungsdetails, die den Rahmen dieses Videos sprengen würden. Darum vereinbaren Sie doch mit mir einen Termin. Ich zeige euch den Kona Hybrid gerne in unserer Ausstellung. Eine Probefahrt steht nicht im Weg. Ich freue mich auf euren Besuch hier bei uns, bei den Daniel Automobile in Mumpf.